Hallo und herzlich willkommen, liebe Landwirtschaftssimulanten, liebe virtuellen Landwirtschaftssimulanten des Landwirtschaftssimulator. Scheiß drauf. Auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer oder liebe Zuschauerinnen. Vielen Dank schon mal fürs Einschalten des Videos. Jo, heute habe ich einen neuen Mod mal wieder, endlich wieder am Start hier. Ein paar Mods. Heute habe ich den Deutz Agro Xtra 6.17 in der Version 1.0 von der Webseite modhoster.de, und das Objekt wurde vom Südtiroler Bauer heute am 9.04.2015 hochgeladen. Er sagt, dass das Modell, also er schreibt in der Beschreibung auf Modhoster, dass das Modell aber von seinen neuen Modellierer Blizzard erstellt wurde. Ja, wie gesagt, Version 1.0, das heißt, es ist wahrscheinlich noch in Arbeit. Hoffentlich, weil wenn wir so rumgehen, naja, ich persönlich hätte da ein paar Mängel oder Einwände festzustellen, weil ich finde, das Grundmodell sieht schon mal schön aus. Das passt soweit. Der hat auch ein Foto vom echten, also vom realistischen Vorbild, vom realen Vorbild reingemacht, und von der Form und Farbgebung ungefähr stimmt's auch. Aber hier hinten zum Beispiel ein bisschen ausgearbeitet hätte ich es noch. Oder wie gesagt, also so Texturdetails wie die Aufschrift hier. Der hat dann echt auch so eine Aufschrift oder die Lichter. Aber ich bin mir sicher, das machen die gerade, dass sie sich nochmal hinsetzen und ja, drüber arbeiten. Wie gesagt, steigen wir doch endlich mal ein. So. Motorsound haben wir schon mal. Jetzt hier leider auch noch alles schwarz. Kann sich ja ändern. Hoffentlich hört ihr den Sound gut. Hoffentlich ist er nicht zu laut, zu leise. Die Lenkradtextur gefällt mir persönlich sehr gut. Und was wir gleich sehen, der rechts, der unten der Drehzahlmesser und links der digitale Tacho gefallen mir sehr gut. Und in seinem Text auf Modhoster, da schreibt er auch, dass der Traktor 43 km/h geht. Gucken wir mal, ob wir auch auf 43 kommen. Ja, ungefähr. Ja. 42,7. Aber ich glaube, bergab werden wir dann schon auf 43 kommen. Außerdem hat der Traktor eine Leistung von 114 Pferdestärken. Das ist doch mal schöne Mittelklasse, ne? Er hat leider noch keine, oder immerhin keine Frontlader. Aufhängung, Anhängung, ne? Wisst ihr schon, Dolly und so. Jo, wie gesagt, schauen wir doch mal in den Shop, wie viel uns das ganze Teil hier kostet. In der Anschaffung. Natürlich unter Mods, unter Traktoren, ganz logisch. So, 34 € Unterhaltskosten am Tag. 84 kW, das sind 114 PS an der Leistung. 23.900, also so gut wie 24.000, kostet uns das Teil. Der Verkaufspreis liegt bei 50%, das heißt 12.000, nee, nicht ganz, 11.800, nee, 11.450. Ach, rechnet jetzt euch selbst aus. Auf jeden Fall ziemlich viel. Schönes Shopbild, muss ich schon mal sagen, sehr schön, gefällt mir. Mit dem neuen Fahrlogo natürlich. Ja. Ich besitze einen davon, logisch. Übrigens, die Datei des Mods beträgt 14,6 MB, Megabyte. Naja, ist ja nicht besonders groß. Und er hat schon mal schöne Bilder reingepostet. Wie gesagt, auch vom echten realen Vorbild. Schöne Reifen. Wie gesagt, Textur kann noch ein bisschen ausgearbeitet werden. Sollte auch, ich glaube, bin mir auch sicher, dass das bald bearbeitet wird nochmal.
Und jetzt können wir nochmal schnell überprüfen. Ja, er hat das Hitzeflimmern wie die anderen Standardtraktoren. Und Reifenstaub natürlich auch. Freut mich sehr. Das mag ich gerne. Ist ja schon mal ein guter Anfang für die Version 1.0. Vielen Dank an Südtiroler Bauer bzw. an Blizzard Blizzard für den schönen Mod, der hoffentlich noch verbessert wird. Vielen Dank fürs Anschauen. Wie gesagt, holt euch den Mod oder lest euch wenigstens die Beschreibung durch. Es ist es wert, wie ich finde. Und ich poste euch wie immer den Link in die Beschreibung und bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Ciao Leute, euer LS-Landwirt. Kiki Bam.